Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin Timo und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Hapack MyTV Satbox unter Windows einrichtet in meinem Fall Windows 8. Das heißt, wie wir die Software WinTV installieren, wie wir einen Sendersuchlauf durchführen. Dazu habe ich hier schon mal den Arbeitsplatz geöffnet und die DVD eingelegt, die mitgeliefert wurde um eben die Software zu installieren. Übrigens gibt es auch noch ein Video für Mac. Einfach in der Videobeschreibung den Link raussuchen. Und ich klicke jetzt einfach mal drauf und muss hier nun die setup.exe ausführen. Dann kommt hier eine Aufforderung, ob wir das wirklich öffnen möchten. Gehe ich natürlich auf Ja. Und nun wird auch schon der Installer gestartet. Hier kann man jetzt die verschiedenen Sprachen auswählen. In meinem Fall natürlich Deutsch. Und jetzt gibt es zwei Schritte. Einmal Treiber installieren und WinTV installieren. Und wir werden zuerst die Treiber installieren. Währenddessen solltet ihr darauf achten, dass ihr bereits die MyTV Satbox über USB mit eurem Windows-Computer verbunden habt, damit eben die Treiber ähm, gefunden werden können. Zuerst wird also das Gerät analysiert und dann entsprechend die Treiber übertragen für euer Gerät. Das kann ein bisschen dauern, habe ich ein bisschen vorgespult. Und jetzt klicken wir einfach auf diesen Button, damit das beendet wird. Es kamen keine Fehler, das heißt alles läuft gut. Und jetzt müssen wir mit Schritt 2 die Software installieren. Die heißt Wintv. Hier öffnet sich nochmal ein extra Fenster. Und jetzt wird auch schon die Software installiert. Hier muss man zwischendurch mal bestätigen, also einfach mit einem Klick auf Weiter. Hier kann man die verschiedenen Verzeichnisse einstellen. Hier also jetzt auch zum Beispiel das Aufnahmeverzeichnis, also wo die ganzen Videos dann gespeichert werden, falls ihr aufnehmen solltet mit der Software. Und nun wird hier gefragt, ob ich WINTV Extend aktivieren möchte. Das ist nur bei manchen WinTV-Versionen, die eben das ähm, beinhalten. Ansonsten muss man das kostenpflichtig erwerben und das bedeutet, ähm, dass man eben auf sein, zum Beispiel auf sein iPad oder allgemein auf Webbrowser, ähm, die ganzen Sender über Wi-Fi oder über Kabel, also allgemein übers Internet streamen kann. Das habe ich jetzt angemacht und jetzt installiert das noch kurz. Jetzt kommt die Meldung, dass die Installation abgeschlossen ist und ich muss jetzt meinen Rechner neu starten, damit eben die ganzen Einstellungen und das Programm übernommen wird. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich neu gestartet habe. So, mein Rechner ist nun neu gestartet und ich klicke jetzt einfach mal auf Wintv7, damit das Programm geöffnet wird. Hier sieht man nun schon die Oberfläche und hier ist dieser Setup Wizard. Ich klicke jetzt hier nochmal auf Abbrechen, weil noch die falsche TV-Karte bei mir angezeigt wird, weil ich zwei in meinem Computer habe. Jetzt sieht man hier WinTV Nova S USB 2, das ist meine. Und als Art des TV-Signals habe ich Digital DVB-S gewählt. Hier wähle ich nun den Satelliten in meinem Fall 19,2 Ost Astra. Das sollte eigentlich bei jedem so der normale sein, über den eben die normalen deutschen Sender unter anderem empfangen werden. Und hier startet nun auch schon das Gerät und es wird ein Sendersuchlauf durchgeführt. Ich spule das jetzt ein bisschen vor, damit es schneller geht. Wie man hier jetzt sehen kann, wurden insgesamt 916 Kanäle gefunden. Die ganzen Verschlüsselten wurden hier einfach ähm, deaktiviert, indem der Haken weggesetzt wurde. Und wenn ich hier auf Weiter gehe, kann ich jetzt direkt Live-TV starten. Also klicke ich wieder auf Weiter. Und jetzt sollte hier eigentlich auch das TV-Bild erscheinen. Das ist bei mir jetzt leider nicht so, da das Kabel nicht richtig drin war und ich das erst später dann beheben konnte. Aber hier wird das normalerweise einfach abgespielt, deswegen steht hier jetzt eben kein Signal. Aber wir schauen jetzt trotzdem schon mal in die Einstellungen. Dazu klickt man hier unten links auf das Zahnrad. Dann kann man hier zum Beispiel schon mal einstellen, was für eine Sprache hier ähm, für Audio oder den Untertitel eingestellt werden soll. Man kann einen digitalen Ausgang auswählen, die Untertitel aktivieren oder das Bildschirmformat und direkt nach Updates online suchen. Hier natürlich das Aufnahmeverzeichnis, wo also was gespeichert werden soll und in welchem Format. Dann sind hier die Geräte, die angeschlossen sind. Unter alle Kanäle findet man eben alle Kanäle. Unter den Favoriten kann man vereinzelt eben Kanäle als Favoriten speichern. Hier gibt es noch ein paar weitere Optionen. Und hier kann man eben den Streaming-Service aktivieren. Das war's soweit. Ich klicke jetzt einfach wieder auf OK. Wie gesagt, hier sollte normalerweise das TV-Bild sein. Und wenn man hier jetzt mit dem Rechtsklick auf Wähle Kanal draufklickt, sieht man hier auch direkt schon mal die. Senderliste, man kann ja auch direkt die Favoriten sehen und hier könnte man jetzt normalerweise TV schauen, wenn bei mir jetzt eben das Kabel richtig drin war. Das war jetzt auch schon das Video. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne jederzeit in den Kommentaren stellen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.